Ja, hallo Leute, hier wieder euer Toso mit Let's Play angezockt. Und wie gesagt, habt ihr euch das gemerkt? 0451, das war der Code für den Aufzug. Und wir sind da gerade bei unserem Chef und müssen da jetzt weiter. Ein kurzer Rundumblick noch, ihr wisst ja, wie neugierig ich immer bin. Und dann laufen wir mal los. Also, so, Steuerung. Aha, und wir haben hier 0. 4, 5 und die 1. Und los geht's. Rein in den Aufzug und... Aha. Abwärts. Pritchard, wo ist Megan? Hat sie sich schon gemeldet? Laut ihres GPL-Implantats ist sie in dem Mikrochemielabor. Sieht aus, als würde sie laufen. Verdammt, muss ein schwerer Geräteausfall sein. Können Sie Sichtkontakt herstellen? Ich versuch's, aber die Intellicams reagieren nicht. Da gibt's von irgendwo eine Störung. Finden Sie raus, was da los ist, Jensen. Schnell! Pritchard. Oh. Pritchard. Wir sind da jetzt bewaffnet und Pritchard ist, glaube ich, Dr. Reed, soweit ich mich da jetzt orientieren kann. Und wir müssen da jetzt... Tutorial Navigation... Schauen wir mal. Wohin? Um aktiv zu werden, müssen Sie sich erst einmal bewegen können. Die erste Bewegung, die Sie erlernen sollten, ist das Ducken. Ja, das denke ich nämlich auch. So kommen Sie in enge Räume wie Lüftungsschächte und können sich hinter niedrigen Objekten verstecken, um nicht entdeckt zu werden. Ja. Es ist unerlässlich, auf Objekte oder Leitern zu springen, um schwer zugängliche Orte zu erreichen. Gelegentlich reichen Ducken und Springen nicht. Manchmal muss es einfach nur schnell gehen. Allerdings können Sie immer nur einige Sekunden sprinten. Setzen Sie es also überlegt ein. Okidoki. Wir sprinten mal. Und gesprintet. Und ducken. Kommt auch gut. Okay. Und gesprintet. Und da müssen wir runter, gell? Da sieht sie aus, Leute. So. Ich werde mich da tausendmal verdrücken, das weiß ich jetzt schon. Aha. Ich habe da jetzt die volle Panik, ihr wisst ja, wie das ist. Da. Ja. Fuck. Hey. Das gibt es doch nicht. Und der verschwindet da einfach. Leute, den hätte ich voll erwischt. Das erste Mal. Oh. Objekte bewegen. Ja, dann machen wir das Tutorial auch gleich. Ich glaube, das ist der einzige Weg, wo wir weiterkommen könnten. Ja, und wir dürfen das Feuer auch nicht streifen, weil sonst... Ach ja... Verlieren wir an. Einige Umgebungsobjekte können aufgehoben und bewegt werden. Energie. Schaffen Sie damit Wege zu unzugänglichen Orten oder eine tragbare Deckung bei Feuergefechten. Tragbare Deckung, das kommt Sie mir können auch sie bei entgegen. Bedarf auch auf Feinde werfen. Hey, das kommt cool. Also, das war hier und wir müssen jetzt daher. Na komm. So, und werfen. Ja, mit... Das können wir nicht werfen. So, müssen da rein. Und... Erinnert euch das an etwas? Ha? Ja, natürlich. Durch Schächte... Ich habe da so ein schlechtes Gefühl. Oh. Leute, die haben da anständig aufgeräumt. Was ist denn da los? Ah, kämpfen. Gut, wir machen das Tutorial gleich auch dazu. Okay. Schauen wir mal.
Wenn die Luft voller Blei ist, empfiehlt es sich, in Deckung zu gehen. Dadurch sind sie vor Kugeln und Explosionen geschützt. Um zu schießen, können sie sich aus ihrer Deckung lehnen, auf beide Seiten oder nach oben. Zielen sie dann und feuern sie. Aha. Bleiben sie nach Möglichkeit in Deckung, wenn sie sich bewegen. Sichtverbindung ist wichtig. Und in Deckung ist die Gefahr geringer, dass Feinde sie anvisieren können. Oh oh. Das wird schon wieder kompliziert. So. Was hat die gesagt? Aha. Kommen wir weiter? Ah, alles klar. Wo sind denn die Jungs? Ja, da hat der Code Move. Das sieht so aus, als ob wir da weiter müssen, ja? Aha, so funktioniert das. Und hier verstecken ist sicher keine gute Idee. Wir schauen es erst einmal durch das Fenster, denke ich, ja? Ob wir da was erkennen können. Und schon wieder Blut überall. Ihr wisst ja, wie mich das stört. Fuck. Na gut. Seid ihr bereit zu sterben? Wo sind denn die? Okay. Oh. Und die haben mich ja schon wieder voll erwischt. Das gibt's doch nicht. Ja. Okay, Leute. Also, dass das so schnell geht, das hätte ich mir nicht gedacht in den kühnsten Träumen. Ich glaube, das wird ja noch heftig werden. Ja, Leute, auf ein neues. Wir probieren das gleich einmal. Von neuem. Wir haben da jetzt voll vergeigt die ganze Geschichte. Ja. Ich stehe da ein wenig am Schlauch. So, Nummer 1 wäre erledigt. Oh, Ziel sollten auch, gell? Jawohl, endlich. So, jetzt schauen wir mal, ob wir da noch irgendwas anderes in die Luft jagen können. Da geht nichts. Egal, wir werden ja oft genug sterben, glaube ich. Ist da irgendwas für uns? Ich habe weder Munitionsanzeige noch sonst irgendwas. Naja, egal. Hallo? Bewegen? Was heißt das? Oh! Ah, den brauchen wir nicht. Aha, den bewegen wir nicht, den brauchen wir auch nicht. Da sehen wir... Bewegen, bewegen. Wir nehmen mal alles, was wir da kriegen können. Da haben wir nichts verloren. Ja, lass uns da rein. Oh, oh. Voll der Fehler, gell? In einen unbekannten Raum einfach so reinzulaufen. So, machen wir einen kurzen Blick um die Ecke. Oh oh. Bitte.
Wer hat da jetzt geschrien um Hilfe? Da um die Ecke schauen ist auch ein wenig kompliziert. Gang frei. Sehen wir hier. Oh. Da steht schon wieder einer. Haha. Ja, wie machen wir das, Leute? Komm, lass mich dahin. Der steht wieder auf. Falsche Stelle, Junge. Ich brauche Granaten, ich brauche irgendwas Besseres. Au, Blendgranaten. Komm nur. Ich kann da gar nicht aus der Deckung schießen. Komm her. Was ist mit der Steuerung? Ausschwärmen! Oh, ausschwärmen habe ich. Schon wieder, das kann doch nicht wahr sein. Wie viele Blendgranaten hat denn der Junge? Stirbt, Leute. Okay, ich glaube, die Jungs hätten wir. Und der Raum scheint frei zu sein. Okay. Ja, Leute. Das war das zweite Video angezockt von Deus Ex. Wir, glaube ich, werden dann noch ein paar machen, damit ihr was zu lachen habt, wenn ich permanent da mit dem toten Mann tanze. Und wünsche euch noch viel Spaß. Bis zum nächsten Mal. Euer Toso. Bis gleich. Ciao.